Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Until Dawn. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich erstmal wie immer ein Dankeschön an die vielen Horrormenschen da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch, wunderbar, positiv bewertet haben. So, wir machen jetzt weiter mit Ashley und Chris. Wir sind natürlich wieder in der Lodge, aber wir sind irgendwie unten im Keller und haben so merkwürdige Dinge gesehen. Ja, ich sage jetzt Dinge, ich sag mal auch paranormale Aktivitäten, Geister. Ist die Frage, sind das echte Geister oder ist es alles nur Fake? Wer weiß, das werden wir alles herausfinden. Und Ashley hat schon ein bisschen Angst. Chris, der ist aufgeregt. Der will gerne wissen, was er gerade gesehen hat. Ah, was zum Teufel war das? Hier haben wir eine Tür. Hey, die können wir nicht benutzen. Hört, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Natürlich, Chris geht einfach weiter. Moment mal, waren wir nicht hier schon mal mit Jess? Ja, ich glaube, wir waren schon mal auch hier. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Im Grunde genommen hat Chris schon etwas recht. Abschätzig. Hannah hat überreagiert, verständnisvoll, wir haben sie blamiert. Wir sind ganz ehrlich, wir haben sie wirklich blamiert. Wenn du es wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht, vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Naja, im Grunde genommen ist Chris unschuldig, weil wir erinnern uns, er war nicht dabei. Er war einfach nur in der Küche und war am Schlafen, genau wie Josh. Er war unschuldig, er war nicht mit dabei in der Partie. Aber Ashley schon. Was habe ich denn da gerade gehört? Da ist eine Kiste. Hey, die hier. 18. August 2014. Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Absender Quality Copy Ltd. 2100 Clark Ave SW at Mountain, Alberta. T6N 8J5. Okay, falsche Zeitungen? Was zum Teufel finden wir hier? Das ist doch irgendwie alles so merkwürdig. Es geht immer weiter tiefer und tiefer in der dunklen Ecke. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Zögerlich? Ich habe wirklich Angst. Mutig suchen wir Sam. Ganz ehrlich, wir suchen Sam. Wir bleiben mutig, denn sie könnte unsere Hilfe gebrauchen. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich habe nicht immer recht. Tja. Wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam.
Gehen wir. Okay. Dann gehen wir mal und retten oder suchen Sam. Aber sind wir nicht eigentlich schon dran vorbeigelaufen? Weil sie hatte sich doch irgendwo sich versteckt. War das nicht so? Chris, ich habe wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen, verängstigt und beobachtet uns, als wäre es ein krankes Experiment. Wow, das ist... Das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja, oder? Aber die Frage ist natürlich, wer ist dieser Kerl? Wieso tut er uns das an? Ein Verwandter von der Familie? Das sind echt gute Fragen. Wieso kann ich nicht dorthin? Batterie und Timer. TV und Lights. Ha. Aber Moment, wo ist jetzt der richtige Weg? Ich glaube, nee, von dort sind wir doch jetzt gerade gekommen. Ja, Moment mal, von dort sind wir gekommen. Ich glaube, hallo, Ashley? Nein, ich will in die andere Richtung. Oder, nee, ich glaube, wir können nicht hier lang. Okay, sorry, Leute, ich dachte, wir könnten hier lang, aber das Spiel sagt nein, deswegen gehen wir dann hier lang. Ja, Chris kommt auch, oder folgt uns einfach. Ich höre wieder was. Was zum Teufel habe ich jetzt hier gefunden? Vor allem, was ist das für ein Raum? Meine Frage ist eher, die Lodge, ist das so eine Art Verbindung von diesem Irrenhaus, sagen wir mal so? Wo wir mit Mike waren, verbindet sich nicht da etwas? So eine geheime Etage oder ein Geheimgang? Weil das erinnert mich voll sehr stark, dass es in der Anstalt ist. Und jetzt sind wir alleine eingesperrt. Es ist bestimmt eine Falle. Haken und Ketten. Okidoki. Oh Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Das sind wir. Oha. Aber Moment mal. Warum sind Ems Augen durchgestrichen? Heißt sie ist jetzt wirklich endgültig tot? Da haben wir hier Jess, Mike, Josh und wir, also Ashley und Chris. Aber Matt ist da gar nicht drauf. Zumindest sehe ich den hier nicht. Oh, ist das interessant. Und Jess fehlt, stimmt. Jess fehlt irgendwie auch. Aber warum denn? Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Warum fehlen Matt und Jess? Irgendwie komisch. Na, Moment mal. Hier ist so eine Tür. Und hier haben wir so einen Projektor.
Das ist vom letzten Jahr. Ein kleines bisschen Krach. Komm schon. Sie hat es nur Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wow. Du warst damals wirklich begeistert davon. Es war bloß ein Streich, bedauernd. Ich fühle mich so mies. Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Das ging wohl zu weit, aber... Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte, hier Geister und die Videos und Ash, jede Sekunde komm fliegt runter, hier was rum. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Alles klar. Es wird immer abgefuckter. Okay, kein Totem. Naja, wer weiß. Vielleicht hätten wir einen gefunden. Alter, was ist mit der Musik los? Die dreht voll ab. Na, dann gehen wir mal weiter in die Höhle des Löwen. Ja, genau, wir gehen getrennte Wege. Ja, Chris, wir gehen getrennte Wege. Aber hier ist auch nichts. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Ich dachte schon, was war das? Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Komm schon. Chris. Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, das ist nicht Sam. Also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los. Hey Chris, vor allem, wir bleiben zusammen. Wir bleiben zusammen. Okay, okay, du hast recht, ich komme. Das war niemals Sam. Das war der Kerl. Na komm. Zusammen ist wichtig, Leute. Immer schön zusammenbleiben. Ich kapier's nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht, Ash. Aber es ist interessant. Und die ist auch an. Oh Gott, tote Schweinchen. Tote Schweinchen. Guckt da jemand so viel Saw? Bitte, nein! Sam? War das jetzt gerade wirklich Sam? Nee, ich gehe erstmal kurz weiter. Hier ist auch noch eine Tür. Was ist hier hinten? Okay, hier ist Sackgasse. Boah, ich weiß jetzt nicht wirklich, welche Tür war jetzt die richtige. Ich glaube, ich würde erstmal die kleine Tür benutzen. Also die hier. Okay, hat sich wohl erledigt. Die geht wahrscheinlich nicht auf. Guck mal, wie Ash gerade aussieht mit ihr Gesicht. Oh, die Arme, die tut mir schon echt leid. Hallo? Sam?
Das ist doch nicht Sam. Scheiße. Ich raff das nicht. Eine Puppe? Das ist sie nicht. Ja, nein, das ist ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich drehe hier gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Es ist verrückt, es ist verrückt. Hinter dir. Oh, Chris. Oh, shit. Nein, geh weg. Bleib mir gefälligst beim Land. Nein, 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 nein! Dir zeig ich's! Was? Oh, es ist mies. Zeig ich's. Oh, mein Kopf platzt. Oh, shit. Oh, Mist. Ash? Ash! Oh. Oh, scheiße, Ash. Was hat er mit dir gemacht? Hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Oh. Du perverses Chris. Stück Scheiße. Monster. Oh, zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Oh. Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf, sag's. Wir reden immer drum herum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ah! Ashley, ich hol dich hier raus! Ich lass dich nicht sterben! Ah! Oh no, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh Scheiße. Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris. Du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Entweder wir töten Ashley und wir sind am Leben. Oder wir töten uns selbst und Ashley bleibt am Leben. Ach du Kacke. Es ist echt keine leichte Entscheidung, aber da wir wissen, es ist nur ein Spiel und wir... Was? Oh, tut mir leid, Ashley, ich liebe dich, deswegen opfere ich mich, damit du liebst. Ich liebe dich, Ashley. Gib dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen. Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Du bist krank. Ein krankes Schwein. Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath. Psychopath! Was bisher geschah bei Until Dawn? Wow, das ist schräg. Hey! Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris? Nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Ah. Zum Teufel! Ah, nein! Nein! Ah.
Emily! Shit. 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 Okay, jetzt machen wir weiter mit Sam. Oh, ist das interessant, was da jetzt abgeht. Oh, ist das interessant. Und ich glaube wirklich, also das mit dem Doktor, das ist alles nicht echt. Also es ist bestimmt alles im Kopf von dem Killer. Aber kommt schon, wisst ihr schon ungefähr, wer der Killer sein kann, weil... Ganz ehrlich, man hört das irgendwie von der Stimme her. Man hört das, wenn man nur genau drin hört, anhört, dann weiß man ungefähr, wer es sein könnte. Nur die einzige Frage ist natürlich, wie zum Teufel hat er es gemacht? Gut, okay Leute, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge machen wir natürlich das Ganze erstmal weiter. Ja, ich weiß, es ist verdammt spannend und ich bin ganz ehrlich, ist Chris jetzt wirklich tot? Habe ich Chris jetzt gerade wirklich umgebracht, damit Ash lebt? Schreibt das gerne in die Kommentare. Gut, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Bis zum nächsten Mal bei Until Dawn. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.